15 Minuten Abschied nehmen von zwei tollen Mannschaften, von Hannover 96 und dem ersten FC Köln. Sie haben uns tolle Momente, tolle Spiele beschert. Tolle Einzelspieler dabei. Und deswegen freuen wir uns jetzt nochmal, beide Teams auf der Platte zu sehen. Gerade die Kölner, was haben die hier heute an diesem Tag gezaubert? Gegen Bayern, gegen Stuttgart. Dann eben gegen Leipzig. Die 1:3 Niederlage. Wir werden beobachten, wie viel Ehrgeiz in diesem Spiel um Platz 3 jetzt noch drin steckt. Erfahrungsgemäß kann ich Ihnen aber sagen, dass die Jungs ihn nicht nachlassen. Bei vielen Turnieren, zum Beispiel auch Profi, WM und Europameisterschaften. Wunderbares Spiel. Ich weiß, bei der Euro, glaube ich, sogar abgeschafft wurde, nur noch die Weltmeisterschaft am Spiel um Platz 3 hat. Aber auch das war eher ein Schaulaufen. Aber hier meistens die beiden Mannschaften immer noch mit vollem Ehrgeiz dabei sind. Wir werden das beobachten. Hannover, das ist ja immer schon fest, bleibt seiner Taktik treu mit Leon Klassen. Ein Feldspieler hier wieder aufzustellen, sobald Hannover den Ball hat. Entschuldigung, Luca Bahn, nicht Leon Klassen. Leon Klassen ist der Spieler des ersten FC Köln. Der Tag war lang. Und jetzt das 1:0 für Hannover 96. Jan Spies trifft für die 96er und bringt sie diesem Spiel um Platz 3 mit 1:0 in Führung. Novrana etwas länger Pause. Die Kölner kommen frisch aus ihrem Halbfinalspiel. Eben die kleine Schauanlage, Sie haben es wahrscheinlich gesehen über die Bildschirme. War etwas Zeit zum Durchschnaufen. Nach dem Spiel um Platz 3 dann noch eine Schaueinlage. Wie Sie zu sehen über die Bildschirme. Tor hier von David Schmidt, dem Kapitän der Kölner. Die Kölner Spieler eben noch Fahnen verteilt. Und so ist die Kraschwalle Lübbecke hier. Rot-Weiß. Spiel um Platz 3. Also erst eine Showanlage über die Bildschirme verfolgbar und dann kommt die ganze Zeremonie. Das Einlaufen, die Nationalhymne und dann das Endspiel zwischen dem VfL Wolfsburg und Rasenballsport Leipzig. Kasse zurückgelegt und knapp daneben wieder David Schmidt. Der Kapitän geht hier nochmal voran. Im Spiel um Platz 3. Ballgewinn jetzt von Noel Chaliskan. Wir sind jetzt hier bei Leon Klassen, aber abgedrängt. Und der Ball bei Kilian Neufeld, dem Torwart der 96er. Neufeld nochmal durch die Beine. Und Wechsel beim ersten FC Köln. Schiedsrichter beim Spiel um Platz 3. Eugen Fritz. Vom FC Preußen ist bekannt.
Gute Parade hier von Timo Küppers. Der jetzt für Vincent Müller im Tor steht. Müller schon umgezogen. Wird in diesem Spiel nicht mehr zum Einsatz kommen. Gute Ablage dann nochmal. Finuka Lackmacher jetzt auf der linken Seite. Aber der Ball geklärt von Hermann Kubaschian. Kieler Neufeld. Wieder ein Ballbesitz, der Schussversuch. Vorne da ein Eckball. Das war schon so von Carlos de la Cruz. Auch er hat diesem Turnier hier auf jeden Fall einen Stempel aufgedrückt. Mit tollen Aktionen. Jetzt aber Lackmacher. Lackmacher, tolles Solo. Und jetzt Moment gestoppt von de la Cruz. Schussversuch nochmal geblockt von Kubaschian. Und jetzt die Kölner überfallartig. Nach vorne gespielt, aber das ist ein schlechter Ball. Im Hinterkopf. Kubaschian hier zur Ecke. Wenn man so in die Gesichter der Spieler guckt, gerade auch auf der Bank, dann ist hier nichts mit Entspannung. Die wollen hier unbedingt nochmal gewinnen. Ohne diesen Ehrgeiz wären die Spieler jetzt auch nicht da, wo sie sind. Charaktereigenschaften, die Talente von heute brauchen. Um sich durchzusetzen, denn es ist ein ganz, ganz enger Kampf. Eingespielt und durch die Beine. Das Tor für Hannover. Vorgelegt von Mohamed Sara Cevic. Torschütze Max Kummer. Mit Timo Küppers unglücklich getunnelt. Körpertausche nochmal und tolle Parade von Timo Küppers. Aber gut angesetzt hier. Schussversuch von Samet Gülle. Aber das Tor jetzt Patik. Mensch, Top-Torschütze der Kölner. Wie gesagt, 16 Tore
in der Regionalliga, Entschuldigung, in der mittleren Liga, Köln in der mittleren Liga unterwegs. Fehlpass von Timo Köppers. Und der Ball im Fallen! Erzielt Mert Samast das 3:1 für Hannover. Hätte man noch auf Foulspiel pfeifen können. Das auf jeden Fall. 2 Minuten, richtige Entscheidung von Eugen Fritz. Jetzt nochmal angesprochen, das Überzeitspiel. Wie gesagt, da viele, viele Mannschaften etwas mehr Potenzial, diese Überzahl zu nutzen. Wir fallen hier nochmal ins Tor aus. Jetzt doppelte Überzahl, weil Köln den 5. Feldspieler auf der Platte hat. Schussversuch hier, nochmal abgewehrt. Und dann noch was Keeper, Kilian Neufeld. Der weite Ball. Geht 1:20 noch. Die Überzahl für den FC, die Chance zumindest auf 2:3 zu verkürzen, aber das ist dann natürlich Quatsch. In Überzahl dieser Schussversuch. Nicht für die zielführend. Minute haben sie noch, die Kölner. Delacruz, Körpertäuschung. Rechts rausgespielt der Ball. Und jetzt über die Linie gedrückt. Ehren Cimpola. Zeit ist angehalten. Ja, und die Kölner Nummer 7, Altrim feiert City. Ziemlich als Kopf. Es ist in den letzten Spielen schon aufgefallen. In jedem Spiel mit dabei und es gibt die doppelte 2-Minuten-Strafe. Für die beiden. Damit haben wir ganz viel Freifläche auf dem Platz, denn wir spielen jetzt 3 gegen 3. Und passt das 3:3 durch Delacruz, jetzt Hannover dafür im Ballbesitz. Aus der Drehung das 3:3! Und jetzt nehmen wir nochmal richtig Fahrt auf hier im Spiel auf Platz 3. Ja, Mann! Kubasian trifft zum 3:3. Und aufgefüllt werden darf jetzt nicht, weil beide Teams eine 2-Minuten-Strafe erhalten haben. Deswegen bleibt es jetzt bei 3 gegen 3. Beim Stand von 3:3. Also hier ist Musik drin, hier ist Ehrgeiz drin in diesem Spiel. Von wegen Schaulaufen. Jetzt die große Chance für Hannover auf 4:3 zu gehen. Große Möglichkeit ins leere Tor. Das gibt's ja gar nicht. Riesenchance für Max Kummer. Jetzt Delacruz. Ball rübergelegt. Getunnelt. Kubasian. Abschluss nochmal gegen den Pfosten.
24 Sekunden, dann haben wir noch 3 gegen 3. Thomas Jahn, Riesenchance, Final von Kilian Neufeld. Und fast die Riesenchance wieder für Max Kummer. 42. Von dem Ende. So, beide Mannschaften wieder vollzählig. Abschluss hier. Es geht immer rauf und runter. Beide Mannschaften mit großen Chancen. 30 Sekunden vor dem Ende der Partie. Das ist Kilian Neufeld. Schussversuch. De La Cruz nochmal. Ball ist abgefangen. Größte Chance für Hannover. Wieder abgefangen. David Schmidt. Abgelegt von Inze. David Schmidt. Keine Chance. 8 Sekunden auf der Uhr. Wieder abgefangen. Was für ein packendes Match. Rauf und runter geht das hier jetzt. 2 Sekunden. Das Ding ist aus. 3-3. 9 Meter schießen. Boah. Für ein Spiel und Platz 3 kann man das mal machen, liebe Jungs. Publikum ist begeistert. Nochmal löst der Einsatz. Jede Mannschaft zunächst drei Schützen aufgeholt werden und dann Zug um Zug ist der Schein. Für alle, die später dazu gekommen sind. 3 Schützen werden benannt. Sollte da noch keine Entscheidung gefallen sein, geht es im Sumdesk weiter, dann schießt der ganze Kader weiter, bis eine Entscheidung getroffen wurde. Beide Finalteams sicherlich erfreut. Ein bisschen länger Pause. General Vengolos Nessos, der 37-jährige Übungsleiter, schwört seine Jungs noch einmal ein. Timo Küppers bleibt im Tor. Der Kölner. Beide Trainer und Schiedsrichter noch einmal im Gespräch. Die Mannschaften bereit. So, Diskussion beendet. Wir können zurückkehren zum Fußball. Jetzt noch die beiden Spielführer zur Wahl, wer beginnt, und dann kann es denn losgehen.
Hannover 96 macht den Anfang in diesem 9-Meter-Schießen im Spiel um Platz 3. Der erste Spieler, Max Kummer, er alleine hätte mit seinen drei großen Möglichkeiten das Ding schon längst entscheiden können. Jetzt aber die Chance auf Wiedergutmachung für Hannover 96. Und das erste Tor, Timo Küppers hatte die Fingerkuppen dran, aber Kummer trifft zum 4:3. Jetzt Köln Nummer 8, Patrick Inze. Roms, links, verwandelt. Der nächste für Hannover 96, Samet Güle gegen Timo Küppers. 4:4. Der Ball ist ganz genau drin, in den Pfosten, Tor. Samet Güle, 5:4. Leon Klassen tritt an am 1. FC Köln gegen Kilian Neufeld. Neufeld siegt, denn Klassen schießt immer links neben das Tor. Vielleicht getröstet von den Mitspielern. Der nächste Schütze, Hannover 96, trifft! Altin Payetzi! Das war Mohamed Sarajevic. Und damit ist das Spiel entschieden, Hannover 96. Erreicht Platz 3. Der erste FC Köln, Platz 4. Glückwunsch an beide Mannschaften. Jetzt gibt es, wie gesagt, eine kurze Schaueinlage. Und dann kommen wir gleich zum großen Finale. Viel Spaß bei der Show. Und bis gleich!